Hey, ich bin Joel, willkommen zurück zu Resident Evil 4. War ein harter Kampf das letzte Mal, aber wir sind jetzt in Kapitel 6. Und los geht's. Hey, hast du eine Kippe? Oha. Hab ich, die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Louise. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Ich hol ihn. Was sagst du? Das ist die von dem Fenster, und es ne? Es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Die sich da vor dem Fenster hergeseilt hat. Okay. Basis hier. Schlechte Neuigkeiten, Condor One. Bei diesem Wetter kann der Heli unmöglich landen. Könnt ihr hören, dass der Sturm sich legt? Negativ, zu gefährlich. Wir suchen uns so lange einen Unterschlupf. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge. Wir schwimmen heim, wenn es sein muss. Condor One, Ende. Gehen wir. Kapitel 6. Was wird mit mir passieren? Konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir hier wegkommen. Ja, verstehe. So, aus dem Dorf entkommen, Karte aktualisiert. Wo sind wir? Wir haben hier Geld gelassen. Kommen wir denn wieder zurück? Von dem Fight? Wahrscheinlich nicht, weil hier die Zugbrücke runtergefallen ist. Hier ist schon der Händler, habe ich gesehen. Da kommen wir wahrscheinlich nie wieder hin. Oder? Bergvilla. Vom Bauernhof aus. Altar im Wald, da waren wir auch. Oh, okay. Hier links gibt es auch noch eine ganze Menge. Nicht nur hier oben. War da nicht auch noch was? Okay. Ja gut, machen wir erstmal weiter. Lassen wir uns überraschen. Munitionstechnisch sieht es nicht mehr so gut aus. Doch, hier im Nebengewehr haben wir noch was. Wir haben noch genug Pfeile. Okay. Die hat sich ja als recht nützlich erwiesen. War hier irgendwas auf dem Weg? Wir müssen einmal ganz hier hoch. Dann müssten wir auch den Händler treffen, so wie es aussieht. Die haben aus wie Schützengraben hier, ey. Hallo? Grünes Kraut. Haben wir noch gelbes? Hier können wir was mit herstellen. Flintmunition. MP oder Gewehrmunition? Gewehrmunition haben wir eigentlich echt genug. Oh, unser Messer ist kaputt. Dann müssen wir das gleich reparieren lassen. Was liegt da Schönes? Gewehrmunition. Gut, dass ich das nicht hergestellt habe. So, gibt es sonst noch was hier? Da direkt vor mir gibt es noch Schrott. Genau, jetzt kann ich aber Flintenmunition herstellen, oder? Sehr schön. Und hier geht es scheinbar weiter in den nächsten Bereich, aber vorher gucke ich dann noch beim Händler. Da ist noch was. Ist auch noch Gewehrmunition. Wo ist sie versteckt? Da. Flintenmunition. Sehr schön. Und hier gibt es auch noch was. Ja, komm doch mal rein und stöhn nicht so. Hab neue Ware, Fremder. Nein. Halt dich schon mal fest. Händlertipp, Spaziergang bei Nacht. Schon mal einen von diesen hässlichen Typen gesehen, deren Tentakeln aus dem Hals sprießen? Die sind nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich nervig, wenn es darum geht, sie zu töten. Aber sie haben eine Schwäche, sie verabscheuen helles Licht. Ein Grund, weshalb du sie nie am helllichten Tag antreffen wirst. Ah, wenn du dich also mal zu einem Nachtspaziergang bemüßigt fühlst, halt besser ein paar Blendgranaten bereit. Ich habe immer welche dabei, das sag ich dir.
Wenn du willst, bekommst du bei mir auch die zugenähte Rezeptur. Dann kannst du sie bei Bedarf selber herstellen. Genau, die wollte ich mir holen. Ich habe was Neues für dich. Drei. Wir verkaufen... Wir können Bretter verkaufen. Wie geil ist das denn? Alles klar. Ich kaufe fast alles. Achso, das sollten wir vielleicht auch... Dann erstmal abschließen, danke, auch wenn es nur 500 sind. Und Rezeptur... Ach, guck mal, Sonderangebot. Wissen ist Macht. Merkt ihr das, Partner? Na dann, die Riot Gun. Was kann ich für dich tun? Oh, die sieht ja nice aus, aber die ist warum teuer. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte eine dir halbautomatische Flinte, die sich dank geringer Streuung auch auf Distanz bewährt. Magazingröße, Feuerrate, Präzision. Ist das dann Flintenmunition? Mal gucken. Deine Waffen sind in guten Händen, Papa. Das müsste quasi keine die sein, Sorge, ne? Angriffskraft 7,48. Angriffskraft 6,4. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Was kriege ich denn für die Flinte? 66.000, ist natürlich maximal getuned. Es macht keinen aber egal. Unterschied. Danke. Dann kaufen wir die. Ah, das Ding hat den Namen Wummel doch echt verdient. Verarbeitet deinen Gegner zu blutiger Grütze. Okay. Können wir noch ein bisschen tunen auf Angriffskraft? Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Und Feuerrate? Nachladegeschwindigkeit, auf jeden Fall. Besser oder Feuerrate? Ich glaube, das für ist besser. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Oh, wir könnten sie noch willst mehr tunen jetzt? Kann das sein? Nee, die ist maximal eine getuned. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert. Geh sorgfältig damit um, okay? Kann ich okay sonst noch etwas für dich tun? Was können wir tauschen? Gelber Diamant. Komm, okay, ich glaube, das reicht erstmal. Nice. So, die legen wir dann auf... Ach, sie ist auf 2. Und da haben wir noch das drauf. Okay. Blendgranaten können wir wie herstellen? Also ich sortiere mal eben. Herstellen. Blendgranaten. Den Schrott und Schießpulver. Okay. Kann man natürlich dann noch gut verkaufen, sollte ich sie nicht brauchen. Blendgranaten habe ich ansonsten jetzt keine mehr. Aber ist nicht so schlimm. Ach ja. Mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Wir haben Gesellschaft. Folge mir, aber leise. Verstanden? Okay. Aha. Hier gibt's auf jeden Fall einen Schatz hier links oben irgendwo. Ich versuch's. Ach nee, warte, sind wir jetzt unterhalb von diesem Gerüst, wo wir schon mal hergeklettert sind? Ja, mal gucken. Kommt der rechts oder links rum? Wir haben wohl keine Wahl. Na? Wo ist er? Ich verbiss mich erstmal. Oh, wir kommen nicht mehr da raus. Doch, wir kommen da raus. Oh, nein! Warum? Oh, da ist noch was. Verteidigung stärken. Dies ist ein direkter Befehl von Lord Settler. Rüstet das Gebiet ab hier zu einer Defensivstellung, um Eindringlinge frühzeitig abzuwehren. Für den gerechten Glauben bin ich gewillt, jedes Opfer zu bringen. Meine frommen Gläubigen,
baut mir eine unbezwingliche Festung und stellt sicher, dass jeder Heide, der dumm genug ist, einen Fuß darin zu setzen, für seine Sünden mit Blut bezahlt. Hey! Alles okay? Ja, nichts passiert. Verdammt! Klar. Ist gut. So, wo ist der... Ashley! Geht's dir gut? Ja! So, genau, versteckt sich im Feuer. Wo ist sie denn? Sie denn? Da oben irgendwo. Die geht mir auf den Sack. Ich geh erstmal hier hoch. Oh, der Schatz. Wo ist sie denn? Da oben? Ah, da. Au. Haben sie erwischt? Alles okay? Ja, nichts passiert. Mann! Dabei regnet's doch. Aber eines. Handgranate, okay. Ist da noch was drin? Da kamen wir nur da hoch. Gab es hier noch irgendwas? Wo sind wir hergekommen? Ja, ich muss ein bisschen. Komm. Kannst du ja näher kommen. Da waren wir, okay, da waren wir drin. Ah! Die habe ich nicht gesehen, die Kiste lag davor. Ei, okay. Die ist schon zu. Da ist auch noch eine Kiste. Ein Fass, Mann. So, können wir noch was herstellen? Kombinieren. Wir können zwei Kraut. Und dann herstellen. Wir können es mit drei Kraut kombinieren. Hallo? So. Auf jeden Fall eine gute Gesundheit herstellen. Blendgranaten. Eine. Und noch was? Nein, nicht untersuchen. Herstellen. Pistolen, MP-Munition oder Gewehrmunition. Nehmen wir die. Okay. Die war ja doch recht praktisch hier. Okay. Kommen wir irgendwie da hoch? So weit, so gut. Keine Schätze mehr da. Wie es scheint. Aber noch Kisten. Ab in den nächsten Bereich. Da ist ein Schatz und da geht's weiter. Ich habe einen Schatz gefunden. Alter. Wir haben sogar zwei Zoom-Stufen.
Warum ist hier denn niemand? Das macht mich ein bisschen... Der Buße. Nehme ich mit. Tja. Das ist egal, komm. Ein bisschen ansammeln, herstellen. Was können wir noch herstellen? Noch eine Blendgranate auf jeden Fall. Okay. Hier können wir noch herstellen. Bolzen können wir aber nicht. Genug Bolzen. Oh, ich glaube, mehr habe ich nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Okay, ich will mal eben nach dem Schatz gucken. Ah, jetzt können wir endlich mal diese hochkantigen hier. Ist der Mehrwert? Lilane sind Mehrwert. 6, 5 und 6. Sehr schön. Hallo? Pesetan. Ich höre wieder ein Aufziehmännchen. Da hinten. 5 schon. Okay, Kontrollpunkt. Da müssen wir hin, da können wir aber auch runter und hier gibt es noch einen Schatz, oder nicht? Da oben! Ist das so ein Wegschatz? Verdächtig ruhig hier. Ja. Sehr verdächtig. Mal auf der anderen Seite. Ach, da kamen wir gar nicht durch. Okay. Ich dachte, da wäre eine Tür gewesen. Aber ich höre die Olle schon wieder schreien. Wir müssen irgendwie da hoch. Irgendwie da hoch. Gehen wir mal den linken Weg. Kommt gleich eh irgendwas Böses, Großes. Hier ist wieder ein Tor. Wo wir einen so nicht auf. Schlüssel brauchen. Für was? Für den. Ist das so ein inneres? Ah, hier, weil wir da hin müssen. Also wir müssen erstmal hier links, okay. Irgendwie hoch. Aber das war's ja jetzt nicht, oder? Das kann's doch jetzt nicht gewesen sein. Oh, gelbes Kraut.
Da liegt noch was. Flintenmunde. Sonst noch was? Gibt's da drin irgendwas hier? Keine Chance. Da können wir aber runterspringen, wenn wir irgendwie hier drauf kommen. Hier nix. Hier nix. Hier was. Grünes Kraut. Eine Mischung fertig. Alles klar. Was ist hier? Pistolenmunition. Okay. Da auch noch was. MP-Munition. Davon habe ich, glaube ich, auch einige, ne? Aber ich habe noch keine Maschinenpistole. Okay. So, da kommen wir hier rechts und dann kommen wir in diesen Mini-Raum rein. Und hier kommen wir wieder raus. Da geht's nämlich auch. Und hier kommen wir aber auch rein. Hallo? Warum ist denn hier nichts los? Anweisung Mach geben. Hier. Was? Okay. Was? Ah, interessant. Blendgranate. Ja, du wartest da. Ich gucke erstmal, ob alles clean ist. Verschlossen. Was haben wir da? Kurbel. Na super. Die Kettensägen-Zwillinge! Arriba esso! Sorry, gehört das etwa euch? Ich fühle mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht in Stimmung. Ja. Na, das kann ja was werden. Ein Glück haben wir die da eingesperrt. Ich renne erstmal ein bisschen rum. Wir rennen einfach mal ein bisschen rum. Klar. Sein
Kettensägen, Tante. Die müssten wir noch bald erwischen. Rennt die noch oben rum? Da ist sie. Langsam habe ich genug. Oh. Endlich. Saphir. So, warte mal. Einer Was ist jetzt? Endlich. Ja. Ha. Ah, so, dann sammeln wir mal ein, ne? Diese Verrückten, ey. Warum bist du jetzt außer Atem? Weißt du was? Schon ist die ganze Munde wieder weg, die wir hatten. Oh, ich habe ja noch 4 Granaten. Handgranaten, ja. Okay. Muss ich nochmal gucken, wofür wir genau diese Kurbel brauchen. Und ob es hier noch irgendwas gibt. Oh, guck mal da oben. Wie kommen wir denn da hin? Ach, oben muss es auch noch einen Zugang geben. So, Kurbel haben wir. Da können wir ganz drüber springen. Dann muss ich oben noch mal gucken. Haben wir den Schrott herstellen? Flintenmunition. Okay. Und ansonsten können wir uns auch mal heilen und unsere Energie erhöhen. Da müssten wir jetzt noch rein. Vielleicht. Ach, guck mal. Alles klar. Ah, wir sind mal oben. Naja, da könnte man auch runter. Okay. Da kommen wir jetzt zum Shorts. Irgendwie. Hierher. Das müsste dann der sein. Quasi Wegschrein. Sehr schön. Eleganter Schmuck. Spinell und Schießpulver. Können wir mit dem Schießpulver. Wo ist es? Können wir noch was? Nee, haben wir nicht genug. Erstmal nicht genug. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier die Handkurbel irgendwo benutzen. Aber wo? Aber wo? Hier war doch irgendwo so ein Tor. Das da.
Hier wahrscheinlich. Naja. Verletzt? Nein, mir geht's gut, denke ich. Hast dich gut geschlagen. Und nicht das erste Mal, dass du vor irgendwelchen Spinnern flüchtest. Soll das etwa ein Kompliment sein? Sie hat im verdammten Schrank gewartet. Während ich ihr die Arbeit gemacht habe. Aber okay. Ist okay. So. Wo kommen wir jetzt hin? Da ist der Altar im Wald. Da waren wir auch schon drin. Hier ist wieder der See. Wo waren wir denn hier? Sie wird dann mit dem Boot schon hingefahren. Sieht nicht so aus, ne? Was ist das da? Egal. Vielleicht kommen wir noch mal zum Boot. Da ist was drin. Kommen wir da rein? Was war das? Noch eine Blendgranate. Flinten- und Pistolenmunition. Schießpulver. Jede Menge Schädel. Ich brauche jetzt aber keinen. Und dann haben wir auch alles mitgenommen. Okay, Schießpulver können wir dann nochmal. MP-Munition oder Minenaufsätze. Ach, können wir nicht. Was fehlt uns denn dafür? Dieser blaue Schrott. Blendgranate könnte wir auch nochmal herstellen. Haben wir jetzt 2 oder 3 Stück von. Oder Pistolenmunition. 3 Blendgranaten. Haben wir auf 6. Okay. Okay, komm. Okay. Oha. Juckt den nicht. Leon. Sie muss gereinigt werden. Da kommst du von einem Bosskampf zum nächsten. Lauf! Beeilung! Es gibt kein Entkommen. Ignoriere sie einfach! Ignoriere sie einfach! Alter! Versagt. Okay, wir müssen, können wir da runterspringen? Okay, können wir überspringen. Beeilung! Können wir hier runter? Das ist ja scheiße. Da müssen wir mal ganz schön schnell sein. Ja, einfach durchrennen am besten, ne? Am besten mit Blendgranaten. Am besten mit Blendgranaten. Ignorier sie einfach! Komm doch jetzt!
Alter! Ich mach den Weg frei und... Wie dumm ist das? Hallo, 6. 6. Okay, danke schön. Bitte danke. So, jetzt komm. Beeilung! Ignoriere sie einfach! Ashley! Alter! Was ist denn für eine Kacke? Lass dich doch nicht erwischen, du dumme Kuh! Renn doch durch! Er sagt, ignoriere sie einfach! Dann musst du immer wieder von hier starten! Oh, das wird meine Hassszene. So, jetzt komm. Beeilung! Komm, Beeilung! Er hat Beeilung gesagt! Noch wer? Ignoriere sie einfach! Komm jetzt! Komm! Ja, ja! Komm jetzt! Komm jetzt! Hier lang. Hier lang! Ja, komm! Okay, sehr gut. Was ist? Ich steck fest! Wir müssen weg! Das ist ja nett, dass ich's hab. Gerade so. Metal, Leute. Der Typ, ey. Sieht aus, als ob er direkt vom Slayer-Konzert kommt. So. Meine Fresse, ey. Knall dich gleich nieder. Dann habe ich meine Ruhe. Hör zu. Er ist hinter dir her. Wenn er nochmal aufkreuzt, lauf. Was guter ist Tipp. Dir? Ich mache meinen Job. Guter Tipp. Jetzt haben wir natürlich Münzen. Showy, du hast Münzen liegen lassen. Ach, endlich. Endlich können wir unsere Ware verkaufen hier. Was steht hier? Kein Zutritt, okay. Für Stammkundschaft sollte das aber okay sein, denke ich mal. So, wie sieht's aus? Ich guck erstmal da oben, ob wir hier noch... Da ist noch was. Sieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Erstmal gucken, ob es hier noch was gibt, was wir einsammeln können. Vorsichtig. Was ist das denn? Die Innereienfabrik hier oder was? Oh, was ist das? So rotes Kraut. Okay. Gehen wir erstmal einkaufen. Oh, nur willkommen. So. Wofür kann ich dich begeistern? Verkaufen. Den können wir verkaufen, weil wir haben alle geöffnet. Das können ob wir verkaufen. Weiß ich nicht. Oder Ramsch, es macht keinen Den können Unterschied. Wir verkaufen. Ah, dafür lasse ich einiges springen. 4 schwarzer Koffer aus Metall. Erhöht Noch, die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe zu finden. Mich um. Komm jederzeit. Ich muss noch mal eben gucken. Ob man bei diesem Ding was einsetzen kann, aber es sieht Wieder. Nicht so aus, Willkommen. Dann können wir das direkt verkaufen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Besten Dank! So, Küchenmesser, das werde ich jetzt auch mal los. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Und dann ein paar Handgranaten kann ich verkaufen, weil ich die eh nicht so nutze. 2. Nicht schlecht. So, was noch? Kampfmesser muss ich auf jeden Fall wieder reparieren. Weiterhin viel so. Glück, Fremder.
Und hierbei können wir auf jeden Fall die Angriffskraft mal erhöhen. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Was machen wir noch? Magazingröße, Feuerrate. Wäre vielleicht besser. Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit. Langsam schneller feuern können, wir ist besser. Geschmack, Fremder. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Kaufen. Was haben wir denn? Erste-Hilfe-Spray, Raketenwerfer, die Maschinenpistole. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Rezepturen. Zurückkaufen. Tauschen. Na dann, stirb mir da draußen nicht weg. Haha. Nein, stopp. Speichern. So, dann gucken wir mal weiter. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Alles klar. Sie ist immer so am Stöhnen, ey. So, rotes Kraut können wir nochmal kombinieren hier. Erstellen, rotes und grünes. Haben wir nochmal rotes. Das war so klar, ey. Ich glaube nicht, dass wir den killen können, oder? Beende deinen zwecklosen Kampf. Überlasse deinen Körper dem Willen unseres Gottes. Du bist ein beschissener Missionar, weißt du das? Oh, Allmächtiger, gebt mir die Kraft, eure Feinde zu zerquetschen. Leck mich doch. Ashley, weg! Okay. Hasta luego. Aua. Ich danke dir für deine Gabe. Du willst spielen? Dann spielen wir. Klar, du gehörst zum Ungeziefer. Okay. Wir teilen das gleiche Blut. Warum widersetzt du dich? Ich weiß nicht, ich hab doch eh gedrückt. Hat er eine Schwachstelle? Wie kommt der denn hier oben dran, Junge? Das weiter und du brennst einfach und das war's. Es tut so weh, aber wenigstens weiß ich, okay, wie wir den besiegen können. Ja,
aus dem Ungeziefer. Schon gesehen. Das war's so mit deiner Stepptanzkarriere. Oh, er wirft. Er wirft zwei. Steh doch mal auf, Yoga. Kann ich denen ausweichen? Oh, Alter. Nicht mehr in der Hand, was? Ja. Verdammt! Warum muss er in dem Moment nachladen? Spiel mit dem Feuer. Er hat ein Auge verloren. Leon! Man hat so viel Loot, dass ich hätte gerne einsammeln können. Die Sonne scheint wieder auf meinem Greenscreen. Ich hoffe. Ich hoffe, das sieht man nicht. Leon! Schnell! Hier stürzt gleich alles ein! Okay, entkommen. Hey, ah, guck mal. Kommst du? Ja, Moment. Oh, kann ich da noch hoch? Ah, nice! Hä, hey, muss erst looten. Was denkst du denn? Hey, komm jetzt! Es ist gefährlich! Ach. War nicht noch ein Messer? Da irgendwie sowas. Da ist auch noch was. Was, ich brauch sein Auge. Aha, Mendes, falsches Auge. Stell deinem Gott schöne Grüße. Das war's, wie es scheint. Okay, alles klar. Beeil dich! Mensch, ein Glück haben wir noch alles rausgelootet, ey. Feuerfeste Kleidung. Hat sich schon bewährt. Gern geschehen. Danke. Alles klar. Sie werden das Feuer sicher bald bemerken. Lass uns weiter. Du, ich werde mich doch nicht in eine von denen verwandeln, oder? Nein, dafür sorge ich. Versprochen. Nein. Ich würde noch mal gern zum Händler. Kommen wir dahin. Kommen wir noch mal zum Händler. Wo müssen wir hin? Brücke ist patut. Händler kommen wir auch nicht mehr. Zumindest nicht so weit. Mal eben gucken. Ist das unter Schätze? Ein sorgfältig gefertigtes Augenprothese aus Keramik. Lässt sich sicher verkaufen. Wir könnten eigentlich nochmal beim Schießstand irgendwann vorbei. Wir kommen zum Schloss. Schön, schön. Okay.
Manometer. Da müssen wir hin. Hier ist noch was. Schatz, wo ist der Schatz? Noch ein Stück weiter rechts. Ah! Smaragd. Ein Glück haben wir dann nochmal geguckt. Okay. Nicht mehr so einfach raus. Was soll das? Tja. Wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm. Hab da hinten schon die Fackel vom Händler gesehen. War es schon wieder ein Kapitel? Tatsächlich! Alles klar. Wir speichern nochmal. Und dann geht's direkt weiter ins nächste Kapitel. Weiter. Hola, Luis hier. Hola. Seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Komm zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Er ist natürlich auch schon mit dabei. Okay, okay. Luis sagt, dass wir... Schon klar. Wir sollten wohl besser los. Kapitel 7. Zum Burghof gehen. Ganz schön viele Raben, aber die schieße ich jetzt nicht ab. So, wo ist der Händler? Wahrscheinlich da drin. Holen wir uns erstmal die Fässer und so. Ist hier noch was? Nö. 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 Da geht's hoch. Da gibt's nichts. Ich hab neue Ware auf Lager. Ach, da bist du. Komm, wirf einen Blick drauf. Was ist denn mal hier? Händlertipp, die Pistole für dich. Pistolen gibt's wie Sand am Meer. Da kann man einem die Wahl der richtigen schon mal schwerfallen. Aber du hast Glück, denn wir haben für dich eine Liste mit den individuellen Eigenschaften vierer besonders empfehlenswerter Exemplare zusammengestellt. Punisher. Hervorragende Stabilität und Durchschlagungskraft. Dank nachrüstbarem Laservisier äußerst vielseitig. Red 9. Die Waffe hat massig Feuerkraft, tritt aber zurück wie ein Pferd. Behalt die Zügel in der Hand, wenn du die Schulterschütze anbringst. Die brauchen wir noch. Blacktail. Eine großartige Waffe mit exzellenter Feuerrate. Nimm dank ihrer kompakten Größe nicht viel Platz im Koffer weg. Matilda. Derzeit ausverkauft. Ist für sich vielleicht eher unscheinbar, aber wenn du die zugehörige Schulterschütze montierst, kannst du damit drei Schüsse in kurzer Abfolge abfeuern und so die Gegner mühelos in Schacht halten. Hast du die Matilda für mich? Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Das ist die Schulterschütze. Können wir die denn... Wie Schulterschütze bitte? Für die Red 9. Wo wir unsere Ware her haben? Brauche ich aber noch das was. Das willst du nicht wissen, Partner. Schatzkarte Burg. Die will ich natürlich haben. All der Tinnef in dem Laden tut der Pappnase von Burgherr auch keinen besseren Gefallen, stimmt's? Da wären noch neue Ware. Besten Dank. So. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot. Küchenmesser. Handgranate. Blendgranate. Es macht keinen Unterschied. Zwei weg, wir können hier herstellen. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Laservisier. Danke. Na dann, was kann ich für dich tun? Was haben wir denn alles Schönes? Die Blacktail. Kompakt, aber teuer. Oder dein Leben. Die Entscheidung Stingray. Sollte dir leicht fallen. Broken Butterfly. Oh, die sieht gut aus. Sonderangebot. So viel habe ich aber nicht. Ein altmodischer Revolver, der mit einem Magnum-Patron geladen wird. Ja, die ist gut, die Magnum-Pistole. War zumindest immer.
Hier haben wir noch Rohstoffe, Raketenwerfer. Magnum-Munition herstellen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber da müssen wir noch was für verkaufen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Was verkaufen wir denn dafür? Wir kommen später Reise. Wieder. Wir kommen später wieder. 50 Speichervorgänge. So, warte mal. Wir müssen erstmal herstellen mit dem roten und dann gelbes haben wir nicht. Dann können wir hier herstellen. Flinten, Munition, MP, Gewehr. Machen wir das. Wir haben so viel Schrott, wir können ihn aber auch verkaufen erstmal. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ich kaufe fast alles. So. Eine Weil Freude, eigentlich. Dir Geschäfte zu machen. Eigentlich möchte ich die. Meine haben. Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere. Komm jederzeit wieder. Aber so viel haben wir nicht. Aber. Schatzkarte der Bohr. Oh, hier hin. Ah, warte mal, da in der Ecke muss ein Schatz sein. Warte mal. Ach, hier. Alter Kompass. Kann man noch was einsetzen? Schön. Sieh dich um. Dir fällt willkommen. Ich hab nur die feinste Ware. Ein hervorragender so. Deal. Kaufen. Und jetzt können wir nämlich die Broken Butterfly ich sehe, im Sonderangebot kaufen. Für sowas. Bei Waffen geht es nicht nur ums Schießen. Es geht auch ums Nachladen. Du weißt sicher, wovon ich rede. Oh, Magnum. Das haben wir extra für Geracht. Dich aufgehoben. Sehr schön. Na dann, stirb mir da drin. Oh, vielleicht können wir jetzt hiermit, ich weiß nicht, womit wir die Magnum-Munition machen können, herstellen können. Oh, ich habe noch ein Spray. Aber die müssen wir auf jeden Fall... Wo packen wir die hin? Auf 5. Okay. Draußen nicht weg. Damit sollten wir auf jeden Fall ordentlich was leisten können. Die Magnum war immer gut. So. Aber ich wollte eigentlich nach Schätzen noch gucken hier im Schloss. Aber dann müssen wir erstmal hier hoch. Aha. Er schon wieder. Zum Hof kommen wir nur durchs Tor. Den roten Teppich werden die nicht für uns ausrollen. Was gibt's da noch? Was Galgen? Ist denn das? Sieht jedenfalls nicht nach Deko aus. Und was haben wir noch? Da? Eine Armbrust, hä? Huh? Glaube eher nicht, dass wir Freunde werden. Hm. Es wird ja richtig mittelalterlich hier. Sonst noch was? Schönes Schloss. Oh. Wäre jetzt cool, wenn man Lady Dimitrescu irgendwo hier sehen würde. Aber ja gut, falscher Ort, aber trotzdem. Hätte man irgendwie einbauen können, so als... Vom Regen in die Traufe. Also es hat ja schon was von Resident Evil 8, finde ich. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt weitergehen. Ein Stückchen vielleicht noch. Was haben die? Sch. Nicht so laut. Okay. Was labern die? Hier geht's nicht weiter.
Sieht echt aus wie im Dimitrescu-Schloss hier. Das Plagas. Kapelle, okay. Ist ja noch größer. Noch größeres Las Plagas, hä? Stiefelmesser. Ist das besser? Ein Messer, das bei der Jagd empfindet. Ein Massenprodukt, bei dem der Anschaffungspreis im Vordergrund stand, nicht die Haltbarkeit. Keine Schätze hier. Oh, guck mal hier. Jetzt können wir hier wieder die Dinger kaputt machen. Sehr schön. Schießpulver. Können wir mit dem Schießpulver jetzt... Magnum-Munition. Brauchen wir viel Schießpulver für. Und die blauen Schrottteile, okay. Kein Wackeldackel in der Nähe. Ist jetzt Ruhe im Karton? Ich hoffe schon. Oh. Nicht so ganz. Komm mal runter hier. Noch wer? Ein Glück habe ich die Munition extra für euch aufgespart, du. Boah, das geht mir voll auf den Sack, dass sie die ganze Zeit rumstöhnt hier. Was war das? Arriba Esso. Nee, oder? Die haben Katapulte? Okay? Ja.
Komm hoch. Nichts passiert. Leon, nein! Kannst du nicht flüchten, ey. Ich musste mich um dich kümmern, Ashley, du dumme Kuh. Das ist doch... Ich seh ihn wieder hoch. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Geht doch. Hallo? Lass mal meine Freundin in Ruhe. Jederzeit. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Aber wir warten mal auf den nächsten. Von da oben irgendwo. Hier oben irgendwo. Wollen wir da rein? Mist, verschlossen. Wir müssen uns was anderes überlegen. Wir müssen irgendwie da hoch. Oh. Geh doch mal zur Seite, ey. Wo sind sie? Oh, guck mal, hier gibt's ja Medaillen. Ashley! Alter, wo sind die denn? Ja, ich sehe es. Hä? Ashley! Ashley! Verletzt? Nein, alles gut. Ashley! Ashley! Scheiße, ich dachte, wir hätten die... Müssen wir da runter? Könnte klappen. Ah, oh. Lass mich nicht allein. Okay. Hey, warte, Leon. Ich komme ja gleich wieder hoch. Komm hier durch. Oder müssen wir hier wieder hoch irgendwo? Hä? Hä? Na, Spray nehmen. Ich glaube, mehr habe ich nicht. Tja. Ach, hier kommt ihr. Wie deutlich soll man es eigentlich noch machen? Dinger mache ich gleich auf. So. Ich muss mich wieder um Ashley kümmern. Ach nee, doch, sie ist doch wieder. Ashley! Ist er jetzt tot? Alles klar bei dir? Ja, danke. Nicht übel. Hallo?
Noch einmal! So ist es durch. Los! Okay. Da links war auch noch einer, oder? Bisschen übertrieben vielleicht. Ach, scheiß drauf. Guter Schuss. Ich muss jetzt die anderen Dinger sammeln. Ich weiß zwar nicht, wo der Auftrag ist, aber die waren doch noch irgendwo. Boah, sind die nicht hier drin? Weil ich den Auftrag noch nicht habe. Warte mal, wo war das blaue Teil? Da unten. Hier war das irgendwo. Da. Zwei noch. Vielleicht filmen wir ja noch eins. Das ist groß hier. Bin ich von hier überhaupt gekommen? Ich weiß überhaupt nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon, oder? Ja, von hier bin ich gekommen. Weißt du was? Ich renne jetzt erstmal zurück zum Händler zum Speichern. Weil irgendwann müssen wir diese Folge auch mal beenden. Noch was? Nö. Und dann gucken wir uns nochmal in Ruhe in der Kapelle, in der Burg um. Ich muss erstmal wieder hier rauskommen, ey. So. Oh, nur das Beste vom. So, ich speichere und beim nächsten Mal gucken wir uns nochmal in der Burg um und versuchen die anderen blauen Dinger zu kriegen. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein. Ciao.